Frauen und Männer, liebe Montagsdemonstranten. Ich bin Brigitte Gebauer vom Frauenverband Courage. Und ich Brigitte Ziegler. Wir beide sind im Bundesvorstand dieses Verbandes. Wir vom Frauenverband Courage, wir begrüßen alle, die zu dieser Jubiläumsherbstdemonstration in Berlin gekommen sind. Herzlichen Glückwunsch zu so viel Durchhaltevermögen. Wir Frauen vom Frauenverband Courage sind seit 10 Jahren mit bei der Montagsbewegung, stehen jeden Tag, jeden Montag mit bei der Montagsdemo, diskutieren gegen den Hartz ab, gegen Hartz IV, gegen den Sozialabbau. Wir bringen auch die Frauenanliegen rein. Wir möchten gemeinsam mit der Montagsbewegung für bessere Zukunft kämpfen. Wir sagen euch sicher nichts Neues, aber wir sagen es hier, weil alle sogenannten großen Parteien im Wahlkampf darüber kein Sterbenswörtchen verloren haben. Frauen und Mädchen sind von Sozialabbau und Hartz IV, von Niedriglöhnen und sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen besonders betroffen. Und damit von der nach Deutschland zurückgekehrten Armut. Frauen sind besonders betroffen von den sinkenden Sozialausgaben, kommunalen Kürzungen und Gebührenerhöhungen, vom Druck in den Betrieben, von den Auswirkungen der nach den Wahlen angekündigten Entlassungswelle, Siemens, Stahlindustrie, Schließung ganzer Werke wie in Bochum. Kommt es da nicht genau richtig, wenn laut einer Studie im Auftrag der Zeitschrift Emma 61% aller Frauen meinen, man müsse sich organisieren zur Durchsetzung seiner Interessen? Da sind wir doch als Frauenverband genau die richtige Adresse. Es geht um die Zukunftsinteressen der Jugend und der Frauen. Welche Perspektive wird den jungen Mädchen, die heute über ein gesundes Selbstbewusstsein verfügen, denn geboten? In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Menschen in Teilzeit in Deutschland massiv erhöht worden. Sie liegt inzwischen bei 40% aller Beschäftigungsverhältnisse. Und von den 40% sind 80% Frauen und Mädchen betroffen. Und andersherum sind mehr als die Hälfte aller beschäftigten Frauen in Teilzeit, die inzwischen in Mini und Midi unterteilt wird. Das kannten wir früher nur für Röcke. Die Folge: Verdienste und Renten, von denen Frauen nicht leben kann. Mit gerade mal 641,45 Euro Rente müssen kinderlose Frauen in Deutschland im Durchschnitt auskommen. Und Frauen mit Kindern haben nochmal 30% weniger. Und auch in der Leiharbeit, die bis 2010 noch fast rein männlich gewesen ist, herrscht inzwischen Gleichberechtigung. Warum? Weil die Leiharbeit inzwischen auch in den Pflege-, Gesundheits- und Erziehungsberufen angekommen ist. Und die wiederum wird hauptsächlich von Frauen erledigt. Auf solche Gleichberechtigung können wir aber gut und gerne verzichten. Organisierte Frauen, stark und kämpferisch an der gesamten Bandbreite unserer Lebensinteressen. Das fürchten diejenigen, die hier die sogenannte öffentliche Meinung organisieren. Dazu, der Courage macht an vielen Orten öffentlich, was tatsächlich los ist. Das hat inzwischen auch der Verfassungsschutz gemerkt und hat uns im Dezember 2013 nachwirkend die Gemeinnützigkeit entzogen worden. Aber das hat er nicht gemacht, weil wir was falsch gemacht haben, sondern weil wir erfolgreich eine wirkliche Überparteilichkeit auf antifaschistischer Grundlage praktizieren, ohne die antikommunistische Ausgrenzung. Im Bespitzeln und Drangsalieren sind sie schnell. Das wissen viele von euch nur allzu gut. Aber wir hören auf unsere Proteste, auf unsere ausführlichen, begründeten Widerspruch, auf die Übergabe von Protestunterschriften im Landtag von NRW, immer nur Ankündigungen von Stellungnahmen in Kürze. Inzwischen sind 10 Monate vorbei. Letzte Woche schrieb uns das Finanzamt, dass wir unseren Widerspruch zurückziehen sollen, weil wir an den Aussagen des Verfassungsschutzes
Courage sei extremistisch, kein Zweifel angebracht sei. Zu dieser Erkenntnis haben sie 10 Monate gebraucht. Wir werden weiter kämpfen, weiter Bündnisse schmieden. Unterstützer und Unterstützerinnen haben wir aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Wir bedanken uns heute schon für die Unterstützung vieler Montagsdemos. Macht unseren Kampf weiter zu eurer Sache. Wie wir ihren auch mit zu unserer machen. Und so machen wir die Montagsbewegung und die kämpferische Frauenbewegung gemeinsam gegen Hartz IV und gegen die soziale Ungerechtigkeit in diesem Land weiter. Vielen Dank.